ja, zu ihr kommen. Das ist eine gute Idee. Ja, also ja, wir haben hier ein Fenster, vielleicht gucken wir da mal durch. Keiner da. Aha. Das ist aber die Aufstiegsstation. Vielleicht können wir jetzt hier Ablenkung. Ein Kriechgang. Hauen wir mal hier ab. Ah, jetzt können wir uns bewegen. Hier ist alles leer. Am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss. Zum Zellenblock. Da kommen wir doch auch nicht weiter. Okay, versuchen wir mal mit Organan Rufus. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das war wohl die letzte Kiste. Ah, jetzt der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Ach du Schreck. Sind wir hier wieder unten? Der Warentransport ist aus, oder was? Aber jetzt können wir jetzt doch bestimmt durchs Fenster. Huhu. Keiner da. Doch, da ist jemand. Verdammt. Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Den gibt's bestimmt. Mal runter. Gulli. Rufus? Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. Sehr gut, jetzt können wir auch. Jetzt können wir auch hier tauschen, wie es aussieht. Elysium-Bild, das scheint doch sinnvoll zu sein. Jetzt haben wir ein Elysium-Bild. Was auch immer wir damit. Hier ist ein Fass. Nur mal so eine Idee. Fass-Bild aufkleben. Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Und rein ins Fass. Oh, sehr gut, das klappt. Und nun? Ist da jemand? Kopfkratz. Hallo? Na sowas. Da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Autsch. Oh. Jetzt haben wir da irgendwas freigeschaltet. Nein! Wir haben Golf freigeschaltet. Bis sie runtergeht.
Anu. Aber wie? Wie kommen wir jetzt? Oh Mist. Wie kommen wir jetzt zu Goal hin? Gibt es doch kein Durchkommen. Wo ist Goal jetzt hin? Ach du Schreck. Tja. Können wir irgendwie Rubinsäure? Ich habe keinen Plan. Können wir mit der Nukleinsäure vielleicht auf den Stuhl oder... Vielleicht können wir... Vielleicht können wir die Nukleinsäure in den Stuhl hier rein. Keine Zeit für Experimente. Ich muss Goal hinterher. Na dann, halt aus, Goal. Ich bin unterwegs. Aha. Ach du Schreck. So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Okay, schnell raus hier. Das war das ekelig, aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Okay, wir haben nichts mehr im Inventar. Nichts mehr. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Okay, hier hinein. Zu Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir marschieren geradeaus hinein. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Aber wir wurden hier schon mal gefangen genommen. Ui. Hier sind wir also angekommen. Und nun Tresor. Ohne den Code zu kennen, sollte ich das lieber nicht tun. Ich könnte einen Alarm auslösen. Ich presse einen Besen, wenn hier nicht die Datasette mit den Aufstiegscodes drin ist. Bestimmt nicht. Paravent. Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich des Landes verwiesen. Das ist bestimmt ein Imposter dran. Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich... Ein Paravent. Ja, und nun? Was? Tja, oh, ein Diktiergerät. Das können wir benutzen, bestimmt. Aha, Argus sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Das muss man merken. 4, 4, 3. Wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. 4, 4, 3. Und so, heile die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. Was? So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. 4, 4, 3. Eine Zeit fehlt noch. Versteck dich. Na, großartig. Geht es?
Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnere. 443. Appenbot! Sie haben... Aufsteck. Huch, Alarm! Unsinn, Appenbot, die Pfeife! Ich bin es, Argus! Ich trage was? Nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Er ist doch nicht Ketis. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Okay, vielleicht hier hinein. Was war das? Schon besser. Was war das? Schon besser. Aha. Was war das? Schon besser. Was war das? Schon besser. Was war das? Schon besser. Finde ich gut. Was war das? Schon besser. Was war das? Schon besser. Okay. Wir haben ein Diktiergerät im Inventar. Ah, vielleicht können wir das Diktiergerät aus dem Fenster werfen. 443 war der Code. Den brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Vielleicht können wir den aus dem Fenster. Was war das? Schon besser. Können wir also nicht. So, ihr müsst. Argus. Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Schreibtisch. Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Sehe ich genauso. Nicht Play, nee, das ist... Bevor ich die Nachricht überspiele, sollte ich mir zuerst den Code merken. Das wäre nicht schlecht. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Was war das? Ist hier jemand? Ich bin hier, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen, Turtlepot. Aber sonst ist doch niemand hier. Weniger widersprechen, mehr rechnen. Apropos, wie weit sind Sie mit Ihrem Datencheck? Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ich muss wohl noch mal von vorne anfangen. Tun Sie es schnell. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Eject. Aha. Da sind ein Fach. Klappe. Nichts. Kein Wunder ohne Datasette. Bevor ich die Nachricht überspiele... Okay, wir haben eine Datasette. Eine Mini-Datasette. Eine Mini-Datasettette. Süß. Okay. Den Code anhören können wir uns nicht. Vielleicht. Ach, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Ein Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. So, jetzt aber. Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Hallihallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Hallihallo! Ah, okay. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet IMNEDOT.
Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich, I am an Idiotie? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter dem Tisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt, stopp! Negativ! Kommando zurück! Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt! Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. 443 wussten wir. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Oppenbott, schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus! Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbott? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der? Auch nicht. Sie soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können. Diktiergerät. Bei dem Lärm können wir doch bestimmt. Sehr schön. Die Datasette ist im Safe. Kombination lautet. Haben Sie etwas gesagt, Herr Amtmann? Was? Nichts. Mist. Solange Oppenbott am Schreibtisch rumlungert, kann ich die Nachricht hier nicht abhören. Okay, vielleicht können wir hier ans Fenster. Vielleicht jetzt. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Er hat bereits verdammt. Okay, also nicht. Raus. Vielleicht können wir jetzt hier draußen. Die Datasette ist im Safe. Sehr gut. Die Kombination lautet 4473. Ah, 4473. 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte. Der war 4437. 4473. Nein. 4473. Nicht verwirren. 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 4473. So ähnlich wie Golds Geburtstag. 4473. Verwirr mich nicht. 4473 ist der Code. Das war doch Absicht. Sollte mich verwirren. So. Wer aufräumt, ist nur zu faul. Ganz meine Taktik. Niemals. Okay, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Ja. Das können wir doch bestimmt zurücklegen. Niemals, dann kann er den Tresor Okay, dann nehmen wir erstmal die Datasette raus. Oh, Ruhe. Eject. Datasette. So, und jetzt zurücklegen. Sehr gut. Und Oppenbott? Oder was? Da kann einem ja fast leid tun. Was soll das bringen? Hilfe! Alarm aus! Schreck. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe.
wenn Sie mich jetzt nicht... Ja, verschwinden Sie! Weggetreten! 4473. Ja, Herrschaft! Wo ist die Nachricht hin? Hallo? Ali, hallo! Nee, das klappt nicht nochmal, oder? Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Nein. Oh, nicht schon wieder. Alles in Ordnung. Hört sich das so? Halten Sie eure Das hatten wir doch schon mal. Welcher Knopf? Der hier? Nein. Auch nicht. Wer soll's? Jetzt haben wir die... Jetzt haben wir die Sprachdinge schon ausgehört. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Das war vielleicht ein Fehler. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom... Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr... Ja. Wir müssen, glaube ich, noch mal rankommen. Ja, Herr Schulz. Hallo. Ali, hallo. Oh, jetzt habe ich gewechselt. Oh, Schreck. Sprich mit mir. Ich habe eine Idee. Die Datasette verflickt. Jetzt macht er noch mal den Alarm an. Hört sich bei. Jetzt geht der Mod nochmal dorthin. Auch nicht, wer soll. Und jetzt nochmal hier durch. Vielleicht können wir jetzt was draufspielen. Da gab es ja die Option. So, vielleicht können wir die jetzt mal löschen. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Was auch immer das jetzt klappen soll. So ist das Diktiergerät auf dem Tisch. Knopf drücken. Alarm aus. Und dann kommt er doch direkt zu uns. Wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Na, mal schauen. Ah, er kriecht selbst durch. Sehr gut. Wenn Sie mich jetzt nicht... Ja. So, jetzt hört er sich das an. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Raus hier. Und nun? Ach, Schreck. Noch einer. Aber was jetzt? Jetzt hört er dieselbe Nacht Fenster. Ein Argus-Büro. Das ist jetzt der Ach, das Klitz und das ist Argus. Tresor. Also, wie war das jetzt gleich? IMN 4473. Nein! Ach man, Rufus. Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Appenbot! Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Ach du Schreck. So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, Goals Geburtstag. 4, 4, 7, 3.
Sehr gut, musste ich mir gar nicht mal merken. Nicht Golds Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Golds Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Da ist er und raus hier. Die Aufstiegskurs. Endlich. Tresortür wieder schließen oder was? Ach, gehen wir einfach raus.